So, da sind wir wieder, nachdem Zed und Gosmog gestorben sind. Und wir müssen doch gar keine nervige Sache machen. Wir haben hier schon die Schlüssel gefunden gehabt und können jetzt einfach hier runtergehen. Dann kommen wir in diesen kleinen Unterbereich, wo wir dachten, dass eigentlich nichts ist. Wo wir aber dann doch herausgefunden haben, dass hier irgendwo eine unsichtbare Wand ist. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aber erstmal brauchen wir die Schriftrolle. Genau, du, die kommt ins Zauberbuch. Welche war das jetzt? Das war die. So. Und jetzt war irgendwo eine Illusionswand. Tock, tock. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, ob es in der Nische war oder in so einem. Ah, hier ist es. So, wir legen diesmal nicht die Giftbolzen davor, sondern einfach einen Pfeil. Obwohl, nee. Wovon haben wir noch mehr? Wir haben mehr Ninja-Sterne, die werden wir auch nicht benutzen. Also ein Ninja-Stern auf dem Boden heißt, da ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, hier kommt jetzt auch einer hin. So. Und hier waren jetzt diese fiesen kleinen Mönche, die Feuerbälle schmeißen. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Und böse Ratten. Und ganz böse Ratten. Hat sogar zwei Drumsticks dabei. Also Drumsticks kenne ich eigentlich nur von Hähnchen. Und hier war ein Dreher. Da ist ein Ninja-Stern. Wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Osten. Wir gehen nach Westen. Wir gehen nach Westen. Ah, stimmt. Und das Trinken müssen wir auch noch auffüllen. Das heißt, gleich müsste der kleine Mann kommen, der uns umgebracht hat. Sogar ziemlich fix, wenn ich das mal so sagen darf. So. O-N-E. O-N-E. Na, wo bist du? Da ist das komische Ding. Ja, es war einer zu viel. Hier werden die ganzen Löcher in der Wand. Okay, vielleicht ist es denn hier einigermaßen sicher zu schlafen. Hier geht's zurück. Und hier ist auch eine Sackgasse. Also ja, hier müssten wir eigentlich in Ruhe schlafen können. Außer der kleine Mann kann Türen öffnen. Aber das hören wir dann ja rattern. Oh, und ihr beide solltet ein bisschen Mana verbrauchen, damit wir kein Essen verschwenden. Und ihr braucht ja eh noch ein paar Magier- und Priesterlevel, damit ihr nicht immer gleich tot umfallt. Schlafen. Aber ja, langsam wird es echt garstig. Also diese gelben fliegenden Augen waren ja schon recht nervig. Aber die waren Gott sei Dank nur auf einer Ebene. Und auf der Ebene hier haben wir diese kleinen Mönche, die genauso nervig sind. Weil sie halt Flächenschaden verursachen und das auch ziemlich viel. Kommt ein Blitz geflogen? Nein. Aber hier war das definitiv. Sackgasse ist schon mal gar nicht gut. Viel zu freie Flächen. Und das wieder so ein komisches Ding. Obwohl, nee, da ist die Tür, die wir aufgemacht haben, aber wir dachten, hier hinter könnten wir schlafen. Und dann kam hier. Ah! Kam hier der kleine Mann, genau. Schaurig. So, O-N-E. Und ich höre noch was rumlaufen. Das kann mit, das kann mit, das kann mit. Wo kommen die Schritte her? Die sind sogar ziemlich nah. Da ist er. Komm her. Wenigstens sterben die schnell. Und ich höre keine Schritte mehr. Gut,
Also wir haben eine Verschnaufspause. Mann, Mann, Mann. Echt üble Ecke hier. Oh, und hier geht's runter. Gut, dann schlafen wir mal hier. Und wir gucken erstmal runter, ob hier vielleicht gar nichts ist. Genau, hier ist nämlich einfach nur ein Auffangbecken, wenn man irgendwo runterspringt. Das heißt, hier dürfen wir in Ruhe schlafen können. Und ihr beiden müsst wieder trainieren, sonst verschwenden wir Essen und Tageslicht. So, 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 schlafen. Ja, wollen wir denn unser Lager ein bisschen weiter runter verlegen? Obwohl, macht wenig Sinn, wir werden eh irgendwann wieder zurück zu dem Feuerstabraum laufen müssen. Und wir haben momentan genug Essen und genug Trinken. Wir könnten allgemein mal die Kisten wieder auffüllen, sonst haben wir keinen Inventarplatz mehr über. So, du hast noch und du hast auch noch zwei. So, keiner mehr was zu essen. Doch, da. Und schon haben wir wieder eine Kiste voll mit Essen. Und eine Kiste oben auf Vorrat. Also ja, es ist schön, dass die kleinen Mönche Essen droppen. Mir wäre es lieber, wenn sie kein Essen droppen würden und dafür keinen Flächenschaden machen. Aber man kann nicht alles haben. So, ONE, ONE. Oh, warte mal, die kleinen Mönche haben Feuerbälle geschmissen, oder? Waren das Feuerbälle oder Blitze? Kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Sollten wir auf jeden Fall darauf achten, wenn das nächste Mal so ein kleines Viech angekrabbelt kommt. Denn wenn es ein Feuerball ist, können wir ein Feuerschild vorzaubern. Und ich soll zwischendurch immer schön abspeichern. Nicht unter 19, sondern unter 27. So. Also wir sind tief in feindes Land. Will heißen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wie wir zurückkommen. Ich laufe jetzt einfach nur hier blind in der Gegend rum. In der Hoffnung, irgendwas zu finden, was uns weiterhelfen kann. Und wenn nicht, dann werden wir wohl irgendwann wieder da ankommen, wo wir hochgekommen, wo wir runtergegangen sind. Das ist ein recht großer Raum hier. Kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Oh, was haben wir hier? Das ist aufgegangen. Ah, ein Secret. Ruhe vor dem Sturm. Das ist sehr verheißungsvoll. Oh, ein Sturmring. Was machst denn du? Blitzschlag. Das ist doch mal schick. Den benutzen wir mal als Panikknopf. Also wenn wir absolut kein Mana mehr haben, drücken wir einfach schnell hier und schmeißen einen Blitz. Und der kann auch noch mit. Aber schön, ich glaube, das war unser drittes Secret schon. Drittes oder viertes. Auch wenn das jetzt nicht so ein Secret war, wir haben einfach nur einen Knopf gedrückt, den wir gefunden haben. Aber was soll's. Das erste Secret war ja auch einfach nur eine Tür einzuschlagen, wo man keinen Knopf gesehen hat. Also, ja. So, hier geht's, glaube ich, wieder zurück. Ja, hier ist der Brunnen, wo wir uns ausgeruht haben. Okay, laufe ich mal weiter zurück. Zurück zu der Illusionswand. Wenn ich den Weg denn noch finde. Weil da haben wir die andere Seite noch nicht erforscht. Also jedenfalls nicht in diesem Speicherstand. Die andere Seite hatten wir erforscht, als wir gestorben waren. Tum, 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 tum. Ich hoffe einfach mal, dass hier nicht noch irgendwo Illusionswände sind. Sonst könnte das extrem unangenehm werden. Da ist schon wieder der Knopf. Sind wir im Kreis gelaufen? Scheint mir fast so. Also hier. Ja, ich komme momentan absolut nicht zurecht, wo ich bin. Also ich versuche mich zu orientieren an den geschlossenen, an den geöffneten Türen. Hier geht's runter, aber hier war nur dieser Auffangraum. Gucken wir hier nochmal kurz alle Wände durch. Nö.
So. Wir sind jetzt irgendwo und die Treppe runter zum Auffangraum ist irgendwo östlich. Also östlich unserer jetzigen Position. Das heißt, wir laufen einfach mal nach Westen. Und wenn wir weit genug nach Westen laufen können, dann können wir auch sagen, dass der Weg nach unten wirklich im Osten ist. So, laufen nach Süden, weiter nach Süden und wir gehen wieder nach Osten. Also ist der Weg nach... Oh, hier ist was Neues. Also ist der Weg nach unten doch irgendwo einfach im Norden. Nur halt so hintenrum im Norden. Aber egal. Ich habe was gefunden, wo es weitergeht. Das heißt, wir drücken jetzt da den Schalter. Was passiert? Das Essen fällt runter. Super. Und das Essen ist nicht wieder da. Ist hier noch irgendwo ein Knopf? Oder kann man außen rum gehen? Wenn nicht, wäre das einfach nur gemein gewesen. Guck mal da, ganz viele Ressourcen und Nahrung und was weiß ich. Und wenn man rangeht, fällt es einfach nur runter. Mäh. So, das kommt mit. Das kommt mit. Geht der Öffnezauber hier vielleicht? Der Öffnezauber war so. Geht nicht. Schade. Na gut. Dann gehe ich einfach mal so, dass wir vielleicht hintenrum irgendwie da rankommen. Aber hier sind überall Sackgassen. Das ist wirklich komisch da jetzt. Was haben wir hier? Eine Sackgasse. Und keine Sackgasse. Also rechts rum geht's zurück, links rum geht's hoch. Okay. Wo zur Hölle sind wir jetzt gelandet? Ich glaube, wir sind wieder in Ebene 8, also bei dem großen Raum. Paar Skelette, Essen. Ja, schön und gut, aber ich hätte gerne lieber einen Hinweis darauf, wo wir überhaupt sind. Weil wenn das so weitergeht, dann werde ich echt langsam anfangen müssen, Karten zu zeichnen. So. Wir machen kaum noch Schaden, das ist ganz schick. Komm, stirb. Oh, du hast sogar was dabei. Ein grünen Würfel, den wir immer noch nicht benutzt haben. Und sonst nichts. Essen kann alles schön mit. Und der Knopf hat einfach einen Raum geöffnet, wo Skelette drin waren. Das ist ja auch komisch. Also ja klar, der Würfel ist bestimmt praktisch und so, aber... Den Knopf haben wir gedrückt. Da geht's runter, da können wir runter springen. Vielleicht landen wir so da, wo das Essen war. Das könnte natürlich auch sein. Auch wenn das, glaube ich, ein bisschen weiter weg war. Aber gut, Feuerball vorbereiten, Feuerball vorbereiten, Anti-Geist-Spruch vorbereiten und abspeichern. LP 28. Dann mache ich auch kurz einen Cut und in der nächsten Folge springen wir dann mal runter und gucken, wo wir rauskommen. Also bis dann.